Ja, dann vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Ja, ich werde ein bisschen darüber sprechen, Open Access, aber wie, und habe da so ein paar Fragen jeweils formuliert. Was ist Open Access? Ist denn wahrscheinlich allen ein Begriff? Bedeutet den freien Zugang zu Forschungsergebnissen, insbesondere Publikationen, ohne finanzielle, technische und rechtliche Barrieren? Im weitesten Sinne, im engeren, im eigentlichen Sinne, aber eben auch mit der Möglichkeit der Bearbeitung, Weitergabe und Weiternutzung. Und so ist es eben unter anderem in der Budapest Open Access Declaration von 2002 oder der Berliner Erklärung von 2003 definiert. Ja, warum Open Access? Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Hier ganz knapp zusammengefasst die Ergebnisse einer Studie, die von einem Kollegen der TEB im Auftrag des BMBF durchgeführt wurde. Verschiedene Wirkungen wurden da untersucht in einer Metastudie. Also zum Beispiel sorgt Open Access für eine höhere Anzahl von Downloads und Aufrufen, mehr Wissenstransfer eben gerade von der Wissenschaft auch hinaus in die Gesellschaft, dann eine höhere Diversität der NutzerInnen, dass eben auch Personen außerhalb des Wissenschaftsbetriebs, JournalistInnen, Ärzte oder eben auch Personen im globalen Süden darauf zugreifen können und die Publikationen lesen und nutzen können. Es führt zu einem schnelleren Publizieren. Etwas, was sich da nicht so ganz klar herausgestellt hat, ist der immer wieder behauptete Zitationsvorteil von Open Access Publikationen, dass Open Access Artikel häufiger zitiert werden. Da ist die Studienlage unterschiedlich. Keine Wirkung, aber letztlich auch im positiven Sinne. Die Qualität ist nicht schlechter oder anders als bei Closed Access Publikationen. Und selbst auf gedruckte Bücher haben jetzt Open Access Bücher keinen nennenswerten Einfluss auf die Verkaufszahlen. Die einzige negative Wirkung ist auch gar keine negative Wirkung von Open Access an sich, sondern von einem bestimmten Geschäftsmodell, nämlich APCs als Hindernis für manche AutorInnengruppen. Darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen. Ja, es sollten natürlich ausreichend Gründe sein, sich für Open Access zu entscheiden. Aber natürlich gibt es auch noch andere Gründe. Speziell gibt es manchmal eben Vorgaben, zum Beispiel von Förderern. Viele Förderer verlangen oder erwarten, dass von ihnen geförderte Projektergebnisse Open Access veröffentlicht werden. Allen voran EU. Also wenn sie in einem EU-Projekt tätig sind, dann haben sie da relativ strenge Auflagen. BMBF oder DFG sind da etwas weniger strikt, aber erwarten es natürlich ebenfalls. Dann im Zusammenhang vielleicht noch den Plan S zu erwähnen, der von verschiedenen europäischen Förderern, eben von der EU, aber auch verschiedenen nationalen Förderern ins Leben gerufen wurde, der relativ strenge Vorgaben und auch zur genauen Ausgestaltung hat, wie Open Access umgesetzt werden soll. Dann gibt es auch viele Open Access-Richtlinien von Einrichtungen. Die meisten Universitäten und Hochschulen haben eine Open Access-Richtlinie oder Open Access-Policy verabschiedet. Zum Beispiel habe ich gesehen, die Universität Bremen hat letztes Jahr eine neue Open Access Policy gegeben und da heißt es eben unter anderem, die Universität Bremen legt daher allen WissenschaftlerInnen nahe, ihre Beiträge in Open Access Verfahren einzureichen und so weiter, noch mit ausgestaltet, wie und auf welche Weise man da am besten vorgeht. Ja, wie setzt man Open Access nun um? Sie kennen vielleicht auch diese verschiedenen Farben. Also Gold Open Access, der goldene Weg, bedeutet eben die Erstveröffentlichung unmittelbar im Open Access, zum Beispiel in einer Open Access Zeitschrift oder auch ein Buch, das eben unmittelbar erscheinend in Open Access erscheint. Dann der sogenannte grüne Weg zu Open Access, das heißt, man veröffentlicht in einer herkömmlichen Subskriptionszeitschrift, macht aber eine Zweitveröffentlichung möglichst zeitnah in einem Repositorium frei zugänglich. Das ist häufig mit einer Embargofrist von Seiten des Verlags verbunden. Oder etwas, das sich Hybrid Open Access nennt, das heißt, dass einzelne Artikel in einer traditionellen Zeitschrift gegen Gebühr frei zugänglich gemacht werden. Das ist einerseits für Forscher natürlich ein relativ attraktives Modell, weil man da eben in den etablierten Zeitschriften mit Impact Factor und so weiter publizieren kann und es trotzdem Open Access ist. Wir an den Bibliotheken sehen es eher kritisch, weil man letztlich nicht ausschließen kann, dass man doppelt bezahlt, dass man weiterhin eben die Abogebühren bezahlt und andererseits für Open Access bezahlt. Paradoxerweise sind die Gebühren auch teurer als für reine Open Access Zeitschriften. Und deshalb ist so ein Modell jetzt nicht unbedingt zu favorisieren, es sei denn, dass es durch Transformationsverträge abgedeckt ist. Also zum Beispiel bei den Deal-Verträgen hat man eben auch hybride Zeitschriften dabei und kann dann auch da Open Access publizieren.
Ja, wo publiziert man Open Access? Also gerade wenn wir jetzt von Zeitschriften sprechen, ja, eben in einer Open Access Zeitschrift, die sollte qualitätsgesichert sein. Idealerweise ist im Directory of Open Access Journals, DOJ-Verzeichnis, das eben Zeitschriften aufnimmt, die gewisse Qualitätskriterien erfüllen müssen. Allerdings formale Qualitätskriterien sagt jetzt relativ wenig über die inhaltliche Qualität aus. Da muss man sicherlich mit seinen jeweiligen Fachkenntnissen informieren, ob die Zeitschrift eben den Erwartungen entspricht. Dann sollte sie den Förderervorgaben entsprechen. Also zum Beispiel bei Plan S gibt es da relativ auch strenge Vorgaben, welche Zeitschriften Plan S kompatibel sind. Die müssen eben auch gewisse Kriterien erfüllen und es gibt da so ein Journal Checker Tool, wo man genau eingeben kann, welche Zeitschrift an welcher Einrichtung man tätig ist und dann wird angezeigt, ob die Zeitschriften eben Plan S kompatibel sind. Dann sollte natürlich geklärt sein, ob Kosten entstehen, ob die Finanzierung geklärt ist. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und ja, wenn man noch gar nicht weiß, wo man einreichen soll, gibt es da ein Tool, das von Kolleginnen bei uns in der Tippzusammlung das Loop Dresden entwickelt wurde, der Open Access Journal Recommender Bison, wo man Titel und Abstract eingeben kann und dann findet es aus dem DAJ Zeitschriften, die jetzt inhaltlich in Frage kommen könnten, aufgrund der Ähnlichkeiten eben von Titel und Abstract. Falls Sie sich jetzt für den grünen Weg entscheiden und in einer Subskriptionszeitschrift veröffentlichen, dann sollten Sie auf jeden Fall darauf achten, dass die Zweitveröffentlichungsrechte geklärt sind, dass Sie eben den grünen Weg überhaupt einschlagen dürfen, eben was Sie in der Lizenzvereinbarung unterschrieben und angeklickt haben oder diese Datenbank Sherpa Romeo, die so die Verlagspolicies auflistet. Ja, und auch da wieder, wenn Sie dann eben Ihre Zweitveröffentlichung in einem Repositorium hochladen, muss es sich gegebenenfalls eben um ein den Förderervorgaben entsprechendes Repositorium handeln. Also auch da gibt es wieder formale Vorgaben, welche Repositorium Plan S kompatibel sind. Ja, die Frage der Finanzierung habe ich schon ein bisschen angesprochen. Ja, wer zahlt? In vielen Fällen haben Zeitschriften das Modell einfach umgedreht. Es zahlen eben nicht mehr die LeserInnen, um darauf zugreifen zu können oder eben die Bibliotheken, indem sie Subskriptionen bezahlen, sondern die AutorInnen bezahlen dafür, dass sie da veröffentlichen können. Die bezahlen natürlich in der Regel nicht aus der eigenen Tasche, zum Beispiel über Projektmittel, über Publikationsfonds, wie es ja in vielen Einrichtungen gibt, oder auch ist es manchmal über zentrale Verträge der Bibliotheken abgedeckt. Ja, andere Möglichkeit sind Read-and-Publish-Verträge oder sogenannte Transformationsverträge, dass eben Einrichtungen pauschal fürs Lesen und Publizieren bezahlen, sodass dann die Mitglieder der Einrichtung eben sowohl für sie ohne Kosten publizieren können, Open Access publizieren können und andererseits eben auch auf das Portfolio des Verlages zugegriffen werden kann, gelesen werden kann. Die Deal-Verträge wären da jetzt ein typisches Beispiel dazu. Ja. Diese Modelle sind ein bisschen problematisch, zumindest aus Sicht der Bibliothek, nicht unbedingt aus Sicht der Verlage. APCs, ja, man hat da zwar, die LeserInnen können eben kostenlos darauf zugreifen, aber man hat die neue Hürde, dass die AutorInnen das Geld auftreiben müssen, was eben für finanzschwache Einrichtungen oder Länder eine neue Hürde darstellt, die ja im Bereich oft von mehreren tausend Euro sich bewegen. Es ist ein großer Aufwand, die einzelnen Rechnungen zu bezahlen, zu prüfen und so weiter. Es führt zum Teil zu hohen Preissteigerungen, dass die halt wirklich jedes Jahr deutlich ansteigen. Und es führt natürlich auch zu dem Anreiz für Verlage, möglichst viel zu publizieren, ganz unabhängig von der Qualität und führt dann eben zu diesem Problem des sogenannten Predatory Journals, dass Verlage eben nur noch am Geld interessiert sind und ja, keine oder nur jetzt ungenügende Qualitätssicherung durchführen. Das andere Modell, Transformationsverträge, ja, sind an sich eine schöne Sache für, besonders für die Autorinnen und Autoren. Man kann eben in sehr vielen Zeitschriften publizieren. Es ist meistens ein großes Portfolio, das da zur Verfügung steht und man muss eben nicht sich um die Finanzierung kümmern. Nachteil wiederum, dass halt die großen Verlage, mit denen es eben Verträge, solche Verträge gibt, noch weiter gestärkt werden. Es kommt zu möglichen Lock-in-Effekten, sprich, man kommt da halt schlecht wieder aus den Verlagen, aus diesen Verträgen wieder heraus. Es führt auch wieder zu einer Steigerung der Publikationsgebühren und auch das Problem, sie transformieren nichts. Also die Idee ist eigentlich, dass diese Transformationsverträge dazu führen, dass Zeitschriften dann wirklich als hybride Zeitschriften
als reine Open Access Zeitschrift übergeführt werden. Aber da gab es jetzt auch von Coalition S, die hinter Plan S steht, so eine Studie, dass also ganz wenige Zeitschriften tatsächlich komplett zu Open Access geflippt sind, trotz dieser Transformationsverträge. Ja, deshalb gibt es jetzt vermehrt Initiativen eben für APC-freie, auch für nicht kommerzielle Open Access Modelle, die häufig als Diamond Open Access bezeichnet werden, auch wenn der Begriff relativ unscharf definiert ist. Im Wesentlichen aber eben ohne APCs, ohne Gebühren für die einzelnen Autorinnen und Autoren. Das heißt, Plattformen, Zeitschriften werden gemeinschaftlich finanziert, so dass sie dann sowohl die Leserinnen und Leser als auch die Autorinnen und Autoren eben kostenlos nutzen können. Das sind häufig Initiativen, die aus der Wissenschaft kommen, zum Beispiel SciPost für Physik und verwandte Wissenschaften oder Open Library for Humanities für die Geisteswissenschaften. Und diese Modelle haben jetzt auch sehr starke Unterstützung durch die Wissenschaftspolitik erfahren. Zum Beispiel wurde 2022 von Science Europe, Coalition S und anderen der Action Plan for Diamond Open Access veröffentlicht oder auch in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats im vergangenen Jahr, die auch auf großes Echo gestoßen sind, wurde auch dieser Punkt adressiert und solche Modelle ausdrücklich befürwortet. Oder eben jetzt auch vor einigen Monaten in diesen gemeinsamen Leitlinien von Bund und Ländern vom BMBF zusammen mit der Kultusministerkonferenz veröffentlicht. Da heißt es auch explizit, Bund und Länder ermutigen die akademischen Einrichtungen, eigene wissenschaftsgetragene Infrastrukturen aufzubauen und weiterzuentwickeln, um Autorinnen und Autoren die Möglichkeit zu geben, in wissenschaftsgetriebenen bzw. wissenschaftseigenen Publikationsformen ihre Ergebnisse zu veröffentlichen. Und dann weiter in der immer stärkeren Kommerzialisierung von öffentlich finanzierten wissenschaftlichen Publikationen ist daher gezielt entgegenzutreten. Genau, also im Idealfall ist Open Access eben nicht nur, heißt eben nicht nur kostenloser Zugang, sondern eben auch fair für alle Beteiligten. Hier überblickt diese Fair Open Access Principles, die vor einigen Jahren schon formuliert worden. Ich habe es jetzt nicht übersetzt, aber eben Zeitschrift, es hat transparente Eigentümerstruktur und in Verantwortung der wissenschaftlichen Community. Die Autoren, Autorinnen behalten das Copyright. Alle Artikel werden Open Access publiziert und eben eine explizite Open Access Lizenz, also meistens eben Creative Commons Lizenz, CC BY, ist da meistens bevorzugt, wird verwendet. Und eben die Veröffentlichung, Einreichung und Veröffentlichung ist unabhängig von irgendwelchen Gebühren, die bezahlt werden müssen. Und alle Gelder, die da eben fließen an die Zeitschrift, sollten eben entsprechend niedrig und vor allem transparent und entsprechend den tatsächlichen Kosten sein. Ja, und wie man das Ganze am besten erreicht, das ist eigentlich sehr schön im Motto der diesjährigen Open Access Week zusammengefasst, eben Community over Commercialization, also eben gemeinschaftliche Ansätze aus der Wissenschaft, eben statt die starke Kommerzialisierung. Ja, damit bin ich am Ende und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.